Im Laufe des 30-jährigen Krieges von 1618 bis 1648 fanden auch in unserer Region große Feldschlachten, Belagerungen und Kämpfe der verfeindeten Lager statt. Trauriger Höhepunkt war die fast vollständige Zerstörung Magdeburgs im Jahr 1631. Eine Sonderausstellung im Cavalier 5 ruft die damaligen Ereignisse wieder in Erinnerung. Es war eine prägende Epoche, weit über unsere Region hinaus. 400 Jahre ist das nun her. Die Ausstellung umfasst eine große Vielfalt von Darstellungen zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und ihrer wichtigsten handelnden Personen, allen voran Gustav II. Adolf von Schweden. Insgesamt sind 30 aufwendig gestaltete Tafeln zu den verschiedensten Aspekten in der Ausstellung zu sehen. Ergänzt werden sie durch verschiedene Dokumente und Anschauungsstücke, Karten, Waffen, Fahnen und so weiter. Gezeigt werden aber auch Exponate der IG Zinnfiguren des Kultur- und Heimatvereins Magdeburg und des Sanierungsvereins Ravelang II. Helmut Menzel steuerte Gemälde bei. Wolf von Mansfeld, ganz mit der roten Schärpe. Und er war der Gouverneur eine ganz kurze Zeit, 1631, nachdem Magdeburg eingenommen war. In der Mitte ist Oberst Dietrich von Falkenberg zu sehen, nach Originalporträt gemalt, allerdings hier mit Brustharnisch. Ja, und Christian Wilhelm, der Administrator von Magdeburg, ganz außen, mit der blauen Schärpe. Wann hast du die gemalt? Ach, das ist schon ein paar Jahre her, und zwar für unsere Publikation Magdeburg 1631, die Erinnerung von Pater Wilhelm, was ich gemacht habe. Dafür habe ich die gemacht und für die Otto von Guericke Gesellschaft. Wie lange hast du ein so ein Porträt, wie lange malst du da? Ja, das ist ja nach historischen Vorlagen gemacht. Naja, ein Tag. Gut, aber ja. Sehen klasse aus. Naja, soll ja auch wieder der Wiedererkennungswert da sein, denn es ist ja nach Originalvorlagen gemacht. Ja. Und ganz wichtig, eigentlich wollte ich noch ein paar mehr Personen zum Magdeburg, zum 30-jährigen Krieg machen, aber wie immer keine Zeit. Unter den Exponaten fällt eine Kanonenkugel auf. Das hat mit dem 30-jährigen Krieg zu tun, und zwar eine, die von Magdeburg abgefeuert wurde, über die Elbe drüber weg, ja, in die, auf die Elbinseln von damals, die schon von Kaiserlichen besetzt gewesen sind. Und diese Kanonenkugel scheint, wir wissen es nicht genau, aber vom Gewicht her, könnte es eine 8 bzw. eine 12 Pfünder sein, aber von den Abmaßen scheint es eher eine 8 Pfünder Kanonenkugel gewesen zu sein. Was hier interessant ist, die lag ja im Feuchtgebiet und die ist so stark korrodiert, dass eine ganze dicke Schicht, fast Zentimeter dicke Schicht, schon weggerostet ist. Und sie hat, wenn man genau drauf schaut, einen Hohlraum. Das ist kein Hohlraum, der extra gemacht wurde für eine Sprengladung oder sowas, sondern das ist ganz einfach. Die haben für den Guss minderwertiges Metall verwendet, und Luftblaseneinschlüsse und so weiter spielte ja keine Rolle, denn das war ja ein Geschoss, was nur einmal zu verwenden war. Ja, so. Und abgefeuert, wahrscheinlich vom großen Gepper. Ja, wir haben ja immer eine Grafik gemacht mit roten Linien von den Geschützstellungen aus. Und hier bei dem anderen Stadtplan von 1631 sieht man die Schusslinien über die Elbe drüber weg. Und hat die Kugel noch was bewirkt? Möglicherweise. Es sind dort mehrere solche Kugeln gefunden worden. Auch Musketenkugeln, die plattgeschossen gewesen sind. Aha. Was sagt uns das? Dass auf der anderen Elbseite, auf der Elbinsel, wo die Kaiserlichen schon gewesen sind, haben ja keine Deckung gehabt. Also haben die wahrscheinlich, was damals üblich war, dicke Eichenbohlen, Holzverplankungen aufgebaut, damit sie nicht den direkten Beschuss von Magdeburg ausgesetzt waren. Und diese Musketenkugeln, die waren alle plattgeschossen. Also die sind wahrscheinlich gegen die Holzverplankung aufgetroffen, und dann runtergefallen. Und deswegen hat man die dort auch gefunden. Welche Rolle spielte Gustav Adolf nun für Magdeburg? Magdeburg hatte sich ja im Prinzip dem Schwedenkönig angeschlossen.
Ganz einfach, es waren ja protestantisch und Gustav Adolf hatte ja versprochen, Magdeburg zu erreichen, hat er aber zeitlich nicht geschafft. Deswegen hat er seinen Obersten Dietrich von Falkenberg geschickt, der Magdeburg verteidigen sollte und so lange hinhalten sollte, bis Gustav Adolf rankam. Aber er war ja noch im Osten an der Oder noch gebunden, insofern konnte er nicht kommen. Ja. Und Tilly wollte Magdeburg unbedingt haben, denn es war eine Schlüsselposition, ein wichtiger Elbübergang. Ja, so, und deswegen dieser Kampf um Magdeburg und natürlich wegen der Rekatholisierung. Ja, er hatte ja den Auftrag vom Kaiser, im Prinzip Magdeburg zu rekatholisieren, Restitutionsedikt durchzusetzen und solche Dinge. Und somit war natürlich klar, Tilly hatte ein Rieseninteresse an der Stadt Magdeburg, an der Festung Magdeburg. Ja. Hat er es natürlich geschafft, Magdeburg einzunehmen, aber als Trümmerhaufen. Und es ist überliefert, dass er, als er dann in Magdeburg war, auf dem Domplatz, Magdeburg war niedergebrannt, natürlich irgendwo Tränen vergossen haben sollte, aber nicht etwa wegen den vielen ermordeten und umgekommenen Magdeburgern, sondern ganz einfach, ihm ist der Wert der Festung Magdeburg verloren gegangen durch die Niederbrennung. Die Niederbrennung selber ist natürlich keine Absicht gewesen, sondern es ist ein Lapsus im Umgang mit brennenden Lunden und so weiter. Ja. An dieser Zerstörung hatte Magdeburg lange zu knabbern. Dennoch entwickelte sich die Stadt wieder zur bedeutendsten preußischen Festung und erstrahlte schöner denn je. In den Resten der Festung kann die Ausstellung über den Schwedenkönig in den nächsten Monaten im neuen Ausstellungsraum immer von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr besucht werden.